Wir erzählen die Geschichte einer Gruppe von Sportlern, die gerne reisen. Lauter nette, ordentliche Leute. Man darf ihnen bloß kein Lenkrad in die Hand geben. Es gibt einen Neuen in der Mannschaft, dem das Fahren mit Einradantrieb noch fremd ist. Walter Röhrl. Er sagt, er sei ein Fahrschüler. Er müsse jetzt erstmal lernen. Er würde gern mitfahren bei einem, der es schon kann. Stig Blomqvist kann es, keine Frage. Es ist Jänner und höchste Zeit zum Üben. Denn Leute, die sich für die Rallye Monte Carlo was vorgenommen haben, sollten ja zumindest Grundkenntnisse mitbringen. Röhrl war ein flotter Schüler und von Anfang an ein ebenbürtiger Gegner des großen Stig Blomqvist. Auf Straßen, die sie beide gleichermaßen mögen. Schnee und Eis mit allen Zwischenschattierungen. Unter diesen Verhältnissen hat das Audi-Team keine wirklichen Gegner. Alles läuft auf die interne Kraftprobe hinaus, in der Röhrl in Führung geht. Befragt, was er von dieser für ihn so überraschenden und fantastischen Situation hält, reagiert Röhrl mit seiner Art von Begeisterungsausbruch. Heieiei, Mensch, wenn du keine Erfahrung hast, das ist so ein Mistding, oder? Diskutiert einmal nochmal mit den Michelin-Leuten und vor allem, was der Stig sagt. Der weiß am allerbesten. Man kann ihn verstehen. Solange du einen Mann wie Stig Blomqvist im Nacken hast, kommt Heiterkeit nicht richtig hoch. Was die Legende von der letzten Monte-Carlo-Nacht heute noch wert ist, lässt sich leicht überprüfen. Dieses Freiluftmuseum des Motorsports erwacht jedes Jahr von Neuem aus dem Sommerschlaf. Es bleibt dabei, auch am Morgen. Walter Röhrl vor Stig Blomqvist und Hanno Nicola. Dreimal Quattro. Und Bescheidenheit, wie wir wissen, ist eine Zier. Trotzdem, es ist jede 20. Kurve passt nicht und deshalb bin ich unzufrieden. Weil normalerweise fahre ich eine Rallye von 5000 Kilometern und es passen zwei Kurven nicht. Und da muss ich schon noch kräftig üben. Neuerlicher Sieg der Quattros bei der Schwedenrallye. Stig Blomqvist vor Michel Mouton. Portugals Fans brauchen die körperliche Nähe zum Spektakel. Sie empfinden den Sport noch auf eine schöne, sinnliche Weise, die unsereins Angst machen könnte. Für einen Portugiesen ist das normal. Wo die Action ist, da bin auch ich.
Später sollte sich herausstellen, dass Portugal das schönste und knappste Duell des ganzen Jahres gebracht hat. Lancia gegen Audi. Marco Alen gegen Hanno Mikola. In der vollen Würde und vor allem in der vollen Kraft seiner Regentschaft. Er ist der Weltmeister. Hanno Mikola, Marco Alen. Seit 12 Jahren treffen diese beiden immer wieder aufeinander. Auffallend oft in Portugal. Was für zwei Finnen als sehr neutraler Boden helfen kann. Die Fans machen Lagerfeuer fürs Frühstück. Sie waren der ganzen Rallye gefolgt, sind im Lauf der Nacht aus dem Norden gekommen und haben für die entscheidende Sonderprüfung in den Bergen von Arganil Stellung bezogen. Die Sonderprüfung wird live im Radio übertragen. Natürlich hat jede kleinste Zuschauergruppe ein Radio dabei. Es gibt Zwischenzeiten und plötzlich ist Rallye so übersichtlich wie Fußball. Wo du weißt, wenn die einen mehr Tore schießen als die anderen, dann gewinnen sie. Es ist der Tag des Hanno Mikola. Er ist um 4 Sekunden schneller. Der Staub ist der Feind des Sieges. Vorneweg fährt Mikola. Jetzt endlich ohne Staub. Letzte Chance für Marco Alen. Lancia lässt zwei seiner Wagen gleich nach dem Start der letzten Sonderprüfung einparken. Das Publikum ist ratlos, kennt sich nicht aus. Es geht nur darum, Marco Alen eine völlig staubfreie Fahrt zu ermöglichen. Die freie Sicht ermöglicht in diesem Fall allerdings nur einen klaren Blick auf die Sieger. Hanno Mikola und Arne Herz. Safari Rally in Kenia. Die ausgereizte Technik des Motorsports, Turbo, Kompressor, Leichtbau und Allrad, wird auf die Savanne appliziert und auf alle Überraschungen und Unwägbarkeiten des Landes. Die Aufgabenstellung ist so absurd, dass die Banalität des zur falschen Zeit am falschen Ort Seins schon wieder Stil gewinnt. Der große Gegner des Audi-Teams heißt diesmal Björn Waldegard. Die Führenden dieser Rallye sind allesamt besonnene Familienväter jenseits der 40. Altonen, Mikola, Waldegard. Die Strapazen der Reise im fremden Land machen ihnen nicht so sehr zu schaffen. Eher leiden sie an ihrer Ungeduld. Er sei nur auf Tempo 210 übersetzt, klagt der eine. Und die anderen Herren würden auf diesen Sand- und Schotterstraßen mit 220 reisen. Das sei doch wirklich ärgerlich. Drei Rallye-Klassiker, Rauno Altonen, Björn Waldegard und Hanno Mikola gestalten den Schlussakt dieser Safari in freier Improvisation. Waldegard sichert sich den Schlussgag und das Audi-Team legt sein Auftreten diesmal etwas hintergründiger an. Sympathiewerbung in der Rolle des Gratulanten. Neue Gegner, neue Spannung, neue Ehren, neue Freunde, neue Fans. Und dahinter eine ganze Nation, die das alles nicht kalt lässt. Das Team Peugeot stellt sich in Korsika vor.
Der 205 Turbo 16 ist eine pure Rennmaschine, kompromisslos ausgelegt für die Erfordernisse des Sports. Und die Fahrer sind Ari Vatanen aus Finnland und der Franzose Jean-Pierre Nicolas. Audi-Teamchef Roland Gumpert lässt sich die Sonderprüfungszeiten des neuen Gegners berichten und weiß, dass das Leben in den nächsten Monaten und Jahren wieder ein bisschen schwieriger wird. Es ist schön, dass alles in Bewegung bleibt. Es motiviert die Techniker, es motiviert die Sportler. Peugeot hat einen starken Auftritt, aber auch einen allzu starken Abgang. Lancia siegt zum ersten Mal in diesem Jahr. Marco Alain, Ilkka Kivimäki. Die Insel hat wieder ihre Ruhe und die Vertreter der Wollindustrie setzen ihre Fachgespräche fort. Die Rallye-Truppe wird mittlerweile nach Griechenland verlegt. Audi setzt zum einzigen Mal im Jahr das gesamte Team ein. Das heißt, Michel Mouton, Arne Herz, Stig Blomqvist, Christian Geisdörfer, Walter Röhrl, Hannu Mikola, Björn Sederberg, Fabrizia Pons und Teamchef ist Roland Gumpert. So, Champagne is good, but maybe don't be lost. Auch Audi präsentiert ein neues Auto, den Quattro Sport, im Volksmund der Kurze genannt. Und Walter Röhrl ist der Pilot. 460 PS geben dem Quattro Sport die abenteuerliche Beschleunigung von 3,5 Sekunden für 0 auf 100. Das Rallye-Gerät der Zukunft. Die Akropolis Rallye hat sich noch aus alten Tagen den Charakter eines Marathons bewahrt. Aber seit moderne Technik auch unter extremen Umständen mit Dauerbelastung fertig wird, gewinnt nur noch der, der im Sprinttempo über die ganze Distanz geht. Und die Fahrer werden dabei auf Erkundungsfahrt in die Grenzbereiche ihres Körpers geschickt. Marco Alain, der große Gegner aus dem Lancia-Team. Und Henry Toivonen. Stig Blomqvist siegt in Griechenland und die Quattros fahren als Führende in der Weltmeisterschaft nach Neuseeland. Neuseeland. In vieler Hinsicht ist dies die schönste Rallye der Welt.
Weltmeisterschaft ist kein leeres Wort. Von Neuseeland nach Argentinien. Ein Steppenbrand hilft allen auf die Sprünge. Und manche Zuschauerautos spielen hastig Sonderprüfung. Das Ziel ist in Córdoba. In jenem Stadion, das während der Fußballweltmeisterschaft das Match Deutschland gegen Österreich erlebte. Der österreichische Reporter hat damals das Siegestor der Seinigen mit einigem Wohlwollen aufgenommen. Diesmal gewinnen die Schweden das Match. Blomqvist, Cederberg. Finnland, 1010. Dies ist die Hochschaubahn des Radsports. Profilieren sich als die endgültigen Vollgas-Akrobaten. Ari Vatanen auf Peugeot, Hannu Mikkola auf Quattro, Markku Alén auf Lancia. Walter Röhrl ist gut Freund mit seinem Körper. Darum kann er ihn auch zu überraschenden Bewegungen überreden. Und es sieht aus, als brächten die beiden alles zu Wege, solange es ihnen nur Spaß macht. Sanremo ist die mittlerweile attraktivste Rallye Europas. Und der kurze Quattro erfrischt die Zuschauer mit Optik und Akustik. Die Liebe der italienischen Fans ist so groß, dass sie den Geist des Motorsports mit dem Körper suchen. Und wenn ein Kleinod italienischer Handwerkskunst die letzten Meter in die Resignation hinüberrollt, wird der Schmerz auch am Straßenrand tief empfunden. Zu
einem Zeitpunkt, an dem Audi bereits als Markenweltmeister feststeht, gewinnen die Gegner Vatanen und Harriman die Rallye San Remo und genießen die Milch der schnellen Denkungsart. Die Saison ist unendlich lang. Stig Blomqvist muss noch seinen persönlichen Triumph sicherstellen. Den Weltmeistertitel der Fahrer. Und reist an die Elfenbeinküste. Blomqvist führt den Quattro-Sport zu dessen erstem Sieg in einer Weltmeisterschaftsrallye. Er gewinnt zum 5. Mal in diesem Jahr. Das ist neuer Weltrekord. Er wird endgültig Champion. Das Match ist gelaufen. Beide Weltmeisterschaften sind gewonnen. Da gerät selbst eine so unglaublich populäre Veranstaltung wie die britische RAC-Rallye zur Pflichtübung. Ein paar Millionen Briten sind dennoch dabei. Die Show ist immer gut. Und die Kulissen gehören zum Feinsten vom Feinen. Blomqvist ist der Champion. Und das ganze Team hat für Audi das große Doppelheim geholt. Es ist schön, wenn Leute, die so viel auf Reisen sind, auch was Hübsches nach Hause bringen.